Hallo zusammen, heute geht es um Spannungsmessung. Und zwar Spannung messen mit einer Kühlbox. Ihr kennt das vielleicht, ich habe so ein Multimeter, da kann man die Spannung messen. Das habe ich hier direkt auf dem Stecker dieser Batteriebox angeschlossen. Das geht auf die Batterie und die hat jetzt hier eine Spannung von 13,2 Volt. Ich kann natürlich auch übers App kann ich die Spannung messen und dann sehen wir, dass hier die Spannung 13,27 Volt ist auf der Batterie, die hier drin ist. Oder ich kann hier bei unserer Batteriebox die Spannung, also den Wechselrichter einschalten, hier oben anwählen, die Spannung, und dann habe ich eine Spannung von 13,3 Volt. Wir diskutieren jetzt nicht über ein bisschen rauf und runter. Und jetzt kann ich hier bei der Kühlbox diese zwei Tasten drücken, zweimal diese Taste drücken und dann habe ich 13,18 Volt. So habe ich überall, kann ich die Spannung messen. Ihr könnt, wenn ihr nicht wisst, wie hoch das die Spannung ist, mit der Kühlbox die Spannung messen. Ich habe jetzt hier nochmals die Box. Wir drücken diese zwei Tasten miteinander. Dann steht 45, dann steht A0, zweimal 13,18 Volt. Die Box ist jetzt eingestellt, also hat eine Temperatur von 6 Grad. Wenn ich einmal drücke, steht sie auf 9 Grad, sollte sie haben. Ich gehe jetzt runter auf 2 Grad. Dann geht es im Moment. Dann kommt hier das Kontrollzeichen. Und dann fängt der Kompressor an zu laufen. Wenn ich dann hier bin, auf der Batterie, auf dem Wechselrichter, habe ich immer noch diese 13,2 Volt. Hier habe ich die 13,24 Volt. Und hier habe ich die 13,16 Volt. Und hier drücke ich zweimal, dann kommt 45, zweimal hier. Und dann habe ich 12,7 Volt. Warum habe ich jetzt hier plötzlich eine andere Voltzahl? Weil die Spannung hier in der Box eine ganz andere ist wie wieder hier. Weil ich habe hier einen Zigarettenanzünder, ich habe hier ein Kabel, ich gehe in die Box rein, von der Box über den Stecker, also hier den Stecker an der Box auf die Steuerelektronik. Und die Steuerelektronik misst jetzt 12,7 Volt statt die hier 12,2. Das heißt, ich habe von hier über die interne Verteilung, über dieses Kabel hier etwa 2,5 Meter bis zur Kühlbox ein halbes Volt Spannungsabfall. Ich habe hier 230 Volt, das kann ich hier einstecken ins Netzgerät zur Box. Ich nehme den Zigarettenanzünder raus und stecke hier ein. Und wir machen wieder den Test mit der Spannung messen. Zweimal hier, bis 45 kommt, zweimal diese. Und jetzt haben wir eine Spannung von 27,4 Volt. Warum habe ich jetzt 27,4 Volt? Weil dieses Netzgerät bringt eine Leerlaufspannung von 27,5 Volt. Und so misst natürlich die Box jetzt 27,4 Volt. Also die Voltgenauigkeit, also nicht ein hochqualifiziertes Messgerät, aber zum etwa einen halben Halspunkt zu erreichen, kann ich damit meine Spannung messen. Ja, das ist es gewesen vom Spannungmessen, vom Spannungsabfallmessen mit einer Kühlbox von Wemo. So bin ich in der Lage, immer auch zu schauen, wie hoch ist die Spannung, wenn die Kühlbox läuft und wenn die Kühlbox steht und wenn da
zwischen rechnerisch mehr als ein halbes Volt ist, haben wir irgendwo auf der Zuleitung ein Spannungsproblem, einen Wackelkontakt oder auch zu dünne Kabel. Also das könnt ihr so kontrollieren und dann handeln, weil wenn ihr zum Beispiel 1 Volt Spannungsabfall habt auf der Zuleitung, 1 Volt bei 12 Volt sind fast 10%, die ihr wortwörtlich auf der Leitung verliert oder verheizt. Das heißt, die Box braucht dann zwar immer noch gleich viel Strom, aber der Strom, der aus der Batterie geht, ist fast 10% höher und somit natürlich auch 10% mehr Stromverbrauch und 10% weniger Lebensdauer oder Kapazität in der Batterie. Also das heißt, ihr könnt 10% weniger lang stehen. Jetzt hier bei der Konstellation 100 Stunden sind es dann nur 90. Aber okay, diese Box, diese Batterie hier, diese Kühlbox 90 Stunden ist eigentlich auch ganz okay. Hier verlinke ich euch das Video zu dieser Kühlbox. Hier ein Video zu dieser Batteriebox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.